herzlich willkommen zur Indix Entertaining Digitized Expo. Heute schauen wir mal so ein bisschen in die grüne Zukunft der Messeindustrie rein. Indix ist ein neuer Versuch, das Format einer Gaming-Messe hier online praktisch zu bieten und darzustellen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die Demo an. Die Messe soll nämlich erst am 13. bis 15. März stattfinden. Das heißt, die ist auch relativ kurz. Es sind 2 Tage, wo ihr dann Zeit habt, hier alle möglichen coolen Games anzuzocken. Ich bin auch sehr gespannt, was dann letztendlich alles verfügbar sein wird. In der Demo ist jetzt erstmal nur ein Testtitel verfügbar. Und wie gesagt, es ist halt auch erstmal einfach nur die Demo. Das heißt, wir können uns so ein bisschen anschauen, wie das Ganze dann später aussehen könnte. Also ich denke, da wird noch ein bisschen was geändert, ein bisschen was dazukommen. Und ich hoffe, dass sich die Plattform dann auch noch langfristig gut entwickelt, dass da viele coole neue Games dazukommen. Aktuell werdet ihr wahrscheinlich hauptsächlich kleine Indie-Titel anzocken können, aber ich meine, das sind auch die interessantesten, das sind die, über die am wenigsten berichtet wird, die ihr dann vielleicht zum ersten Mal seht. Also das ist auf jeden Fall, denke ich, mit das Spannendste, weil die großen AAA-Titel, die werden sowieso überall abgedeckt, da könnt ihr euch YouTube-Videos zu anschauen, das ist gar kein Thema. Die Indix-Demo könnt ihr euch problemlos runterladen und ausprobieren. Ich glaube, die komplette Indix-Plattform ist jetzt momentan 30 GB groß, das ist schon ein relativ großer Download. Aber könnt ihr euch auf jeden Fall runterladen, auch schon im Voraus. Vermutlich kommt dann zum Release auch noch ein bisschen was dazu. Das kann ich aber noch nicht sagen, es ist einfach mal so eine Vermutung. Wir werden sehen, wie groß das Paket dann letztendlich wird. Aber es ist halt auf jeden Fall ein größerer Download, das solltet ihr berücksichtigen. Die Tickets kosten, glaube ich, aktuell 5 Euro für die 2 Tage. Ich habe aber 10 Giveaway-Keys für euch. Da könnt ihr in die Videobeschreibung schauen, wo ihr auch alle weiteren Infos rund um die Plattform findet. Und da findet ihr auch den Giveaway-Link, wo ihr euch einmal eintragen könnt, um hier im Giveaway dabei zu sein. Einfach nur einmal Namen und E-Mail-Adresse eingeben und dann seid ihr hier bei der Verlosung dabei. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen in die Demo rein, dass ihr auch eine Idee davon habt, was ihr euch unter dieser Online-Expo eigentlich vorstellen könnt. Und es sieht so aus, dass wir hier unsere 4 Tabs haben. Da könnt ihr euren Avatar noch so ein bisschen einstellen. Das heißt, ihr könnt euch irgendwie eure Augenbrauen verändern und sowas in der Art. Weiß nicht, wie interessant das ist. Aber es wird halt später auch so ein, ja, so ein Treff hier und so ein Online-Treff für alle Spielebegeisterten. Das heißt, ihr könnt auch mit Spielen, mit Freunden zusammen spielen, ne, so rum. Und es gibt auch einen Voice-Chat. Wir können mal in die Settings reingucken. Ich glaube, hier unter Sounds, genau, sieht man auch schon, dass da hier ein Voice-Chat mit drin ist. Könnt ihr euch entsprechend einstellen. Das heißt, ihr könnt euch dann auch mit den Leuten, ihr könnt hier kommunizieren innerhalb dieser Expo. Und es wird wohl auch Spiele geben, die man dann zusammen anzocken kann und so ein bisschen gegeneinander antreten kann und so weiter und so fort. Also es klingt alles ziemlich cool. Es wird wohl auch eine Map geben, die gibt es aktuell noch nicht, aber früher oder später soll die dann wohl kommen. Wir starten jetzt einfach mal. Enter Indix. Go, go. Ticket Check-in. Loading Expo Map. Und da sind wir auch schon. Das ist, glaube ich, die Eingangstür hier und da geht's los. Okay. To the Exhibition Center. Fellow gamer, what are you about to experience? Is a demo of a version of Indix Expo. Okay, also wir schauen uns jetzt die Indix Expo Demo an. Da wird sich dann noch ein bisschen was ändern bis zum Release. Der ist ja dann in etwa einem Monat. Okay, und da steht eine richtig dicke Yacht da drüben. Da auch. Sind wohl auch ein paar wichtige Leute da, scheinbar. Und hier sehen wir dann so ein paar, hier gibt es so ein paar Tipps und Infos hier rund um die Expo. Also es wird sich natürlich dann auch zeigen, wie erfolgreich die ist, gehe ich mal von aus. Möglicherweise haben wir dann nächstes Jahr schon die ganzen AAA-Titel mit zum Anzocken hier drin. Das wäre natürlich schon super spannend. Okay. Da ist sogar ein bisschen Sound. Okay. Also ich bin super gespannt, was es hier dann alles zum Anzocken geben wird. Das sieht ja auch schon mal ganz spannend aus. Ein bisschen Survival-Shooter-mäßig. Okay, wir gehen mal weiter. Nicht zu lange stehen bleiben, es gibt noch viel zu sehen. Ich glaube, in der Demo gibt es jetzt noch nicht so viel. Wie gesagt, es gibt erstmal nur ein Spiel. Aber wir können, glaube ich, schon so ein bisschen sehen, was dann auch an weiteren Spielen verfügbar sein wird. Okay, QR-Code. Einmal einscannen. Dann geht's weiter. Was ist denn hier los? Palmen. Ja, hier draußen ist tote Hose. Wir gehen mal rein. So. Ziemlich bunt und hell. Blendend hell.
NDIX Entertaining Digitized Expo. Okay, wir sprechen mal mit dem Kollegen hier. Hey, fellow gamer. Welcome to NDIX Expo. My name's Andy and I am the mascot here at NDIX. Das ist das Maskottchen. Ja, erzähl uns mal ein bisschen was über deine Story. Er ist ein NPC, lebt in der digitalen Welt und ist ein Hardcore-Gamer. Was macht man auch sonst in der digitalen Welt? Okay. Und er war noch nie auf einer echten Messe. Alles klar. Muss man ja auch nicht, ne? Gibt's ja alles online. Gut. Dann, ja. Tschüss und so. Hier ist noch zu. Momentan kommen wir hier noch nicht rein. Okay. Das sind dann wohl noch weitere Zugänge hier. Für später mal. Oh, hier sind so Bänke. Das sind auch noch weitere Besucher. Okay. Also ich denke mal, hier geht dann später richtig die Post ab wahrscheinlich. Und hier oben sind noch so ein paar Besucher. Und dann geht's auch schon los. Also hier. Place your ad here, okay. Da ist noch Platz. Hier sind dann die ersten Spiele. Phobos. Subhuman, okay. Liberated. Vielleicht kennt ihr schon so ein paar der Titel. Also ich denke, ein paar von denen sind sicherlich schon bekannt, dass die kommen sollen. The Spirit of the Samurai. Oder schon da sind. Und das Einzige, was wir uns jetzt mal anschauen können, ist The Shore. The Shore ist ein First-Person-Story-Game, das schon auf Steam verfügbar ist. Das gibt es schon ein ganzes Weilchen, glaube ich. Aber es wird halt auch viele Spiele geben, die durchaus schon länger verfügbar sind, wo ihr einfach mal so die Demo anzocken könnt. Und vielleicht ist das Spiel ja was für euch und ihr habt es vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Von dem her auf jeden Fall, denke ich, sehr interessant. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass viele neue Games auch dazu kommen. Wir schauen jetzt einfach mal hier in die Demo rein, dass wir mal sehen, wie das dann funktionieren soll. Jetzt habe ich nasse Füße. Okay. Genau. Und hier können wir dann praktisch die Demo des Games starten. Press Enter. First-Person-Story-Driven Game. Atmosphärische Umgebung und Erzählung, ne? Also es ist ein Story-Game. Press Enter. Press E to enter. Okay, ich glaube, wir entern jetzt. Dauert das jetzt einen Moment? Ich kann leider nicht lesen, was hier hinter der Einblendung steht. Okay, wir müssen, glaube ich, zu diesem Terminal gehen und dann E drücken. Dann scheint es ganz schnell zu funktionieren. Und dann sind wir auch schon im Game, ne? The Shore. Neues Spiel. Ich habe das schon mal angetestet. Hat super funktioniert im Prinzip. Ihr habt ja auch die ganzen Einstellungen. Also ihr habt tatsächlich das Spiel jetzt am Laufen sozusagen. Akzeptieren. Wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Und schauen so ein bisschen in The Shore rein. Schwarzer Bildschirm. Leuchtturm. My dear Ellie. Ellie. There is the finder. Wir müssen Ellie finden. Das ist eine Möwe. Heißt du Ellie? Nee, ne? Oh, erstmal den Kopf kratzen. Okay, also die Tiere haben schon mal nicht viel Angst. Das Wetter ist ziemlich mies. Total neblig. Sind das Palmen? Das sind Palmen. Okay. Sieht aus, als wären wir irgendwie auf so einer richtig schönen Südseeinsel. Aber irgendwie ist das Wetter gerade nicht ideal. Okay, das ist eine Flaschenpost. Die können wir uns anschauen und lesen. With John about how many actual days have passed since we ended up here. It seems that all of our hopes are drifting away, like these bottles should do. They always return to the island as if something is leading them back here. Okay. Reading this, we need your help. Also eigentlich sollten die Flaschen wahrscheinlich irgendwo hinschwimmen und Hilfe rufen. Aber die kommen immer zur Insel zurück. Das ist natürlich ungünstig. Das sind alles irgendwelche Holzteile. Felsen. Genau, also das ist ein Story-Game. Das heißt, wir wandern so ein bisschen hier entlang, erforschen die Welt und ja, die Story dahinter, ne? Da ist ein Tintenfisch.
Was ist das für ein Tintenfisch? A shred of hope. Oh, what a man needs to keep moving before he loses his sanity and his will. Walking along the shore reminded me of the walks I used to have with my wife. Okay. Das ist aber irgendwie... Das ist irgendwie von Mama geschenkt. Und... Finden wir wahrscheinlich noch raus, was das bedeutet. Okay. Und ist das unser Schiff? Sind wir mit so einem Fischkutter hier gestrandet? Also ich denke mal, wir sind irgendwie an Land gespült worden. Unser Schiff ist wahrscheinlich untergegangen, nehme ich mal an. So wie das hier auch. Beziehungsweise das hier ist gestrandet, ne? Wasserbehälter? Überall diese coolen Muscheln, ich will die mitnehmen. Darf ich nicht. Haben wir so ein Inventar oder sowas? Ja. Okay. Ah, da ist auch das Ding hier. Ah, okay. Ellie ist unsere Tochter, ne? Und das war ein Geschenk von der Mama. Okay. Haben wir da was dazugelernt? Da ist noch eine Flaschenpost, ne? Das gibt's hier sonst so nix. Flaschenpost lesen. We armed ourselves and walked along the shore. To our surprise, we came across other ships that had wrecked without any trace of survivors. It was like a graveyard for ships. Our compass goes mad any time we try to set a course off the island. Our captain says it's because of the volcanic dust. We think he's gone mad. Okay. Sounds like the captain was right. Mhm. Es liegt am Vulkanstaub. Verstehe. Also während man diese Zettel liest, Gegenstände untersuchen. Ist die Framerate super schlecht? Aber ich denke mal, das liegt einfach mit hier. Ah, das ist dann unsere Tochter, die Ellie, oder? Okay, die ist noch recht jung. Weiß nicht, wie weit die schwimmen kann, also. Hey, hey, hey. Da ist eine Möwe. Argiro. Ist das unser Schiff? They speak of a fisherman who was lost in a stranded sea. He never came back. Now I know where he lies. What misfortunes could have drove him here? Okay, das war mal ein Fischer. Gut, zu wissen. Kerzen? Was machen denn Kerzen hier? Das ist nur ein Ast, ne? Ja. Also. Wer hat denn die Kerzen hier angemacht? Da ist noch ein Boot und ein Tintenfisch. Das ist noch ein Zettel, ne? I have offered my right arm and spoke the correct words in his absence. Only pain accompanies me towards my demise. I was forced to leave the lighthouse. There's something wrong in all of us. Only the slumbering god can save us now. What god is he talking about? Das klingt ein bisschen verrückt. Also irgendwas stimmt auf dieser Insel nicht, so viel ist mal klar. Die Frame ist auch nicht super gut während der Aufnahme. Das liegt jetzt tatsächlich so hauptsächlich in der Aufnahme. Die habe ich jetzt nicht optimiert für diesen Titel, der scheinbar relativ hardware-lastig ist. Da oben ist der Leuchtturm. Okay. Ja, und auf diese Art können wir dann eben alle möglichen Titel hier anzocken. Und ich hoffe, da sind viele spannende Survivals dabei. Mal schauen. Wir werden sehen. Ich will jetzt gar nicht zu viel hier spoilern, das war jetzt schon mal ziemlich spannend, denke ich. Also irgendwas stimmt hier nicht. Wir wissen, dass hier irgendeine Gefahr droht. Wieso haben die sich bewaffnet, wenn sie am Strand entlang gelaufen sind? Und wieso hat der eine so einen verrückten Brief geschrieben, wo er irgendwie Gott um Hilfe bittet oder was? Das ist kein gutes Zeichen. Also irgendwas läuft hier nicht so ganz nach Plan.
Abgesehen davon, dass wir gekentert sind, stimmt ja auch mit dieser Insel irgendwas nicht so ganz. Obwohl die eigentlich ganz schön aussieht, ne? Schöne Vulkaninsel. Da hinten sind auch schöne Palmen. Wir müssen halt nur aus diesen Vulkanfeldern raus, dann wird es richtig schön grün. Und jetzt müssen wir erstmal checken, was es mit diesem Leuchtturm auf sich hat, ne? Und wieso ist das Wetter hier so mies? Ich hoffe, das ist morgen dann ein bisschen besser. Ja, ich denke, wir lassen es damit hier gut sein für diese Demo. War schon mal ziemlich spannend. So. Wir gehen hier wieder raus und dann müssten wir auch gleich wieder in der Expo landen und können auch ein bisschen weiter gucken. Aber momentan gibt es halt nur dieses eine Game zum Anzocken. Funktioniert aber alles ganz gut. Abgesehen davon, dass die Framerate relativ mies ist. Okay. Ich glaube, wenn man zu lange spielt, dann fliegt man wohl raus und muss wieder reconnecten. Damit da nicht zu viele Charakter rumstehen die ganze Zeit wahrscheinlich. Ja, und so gibt es halt überall da diese Türen, wo man Spiele ausprobieren kann. Und je nachdem, wie viele das werden, wird es halt mehr oder weniger Türen geben. Da bin ich gespannt, wie viele jetzt beim ersten Mal dabei sein werden. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, jetzt die ersten zwei Tage. Und ich hoffe, dass sich das Ganze noch gut weiterentwickelt, dass wir hier dann später auch möglichst viele Spiele antesten können. Und ich hoffe, dass das auch mehrfach im Jahr möglicherweise dann möglich ist. Also wie oft hier Expos stattfinden, ist ja auch noch nicht klar. Vielleicht viermal im Jahr sowas wäre natürlich wunderbar. Dann muss man nicht so lange warten. Und man wird halt dann immer nur kurzzeitig Zeit haben, alle Spiele mal anzuzocken. Und die einem dann wirklich gut gefallen, die kann man sich ja dann auf Steam holen und dann auch richtig gescheit durchzocken. Ich finde es eine super coole Idee. Ich finde, es gibt sowieso viel zu wenige Demos auf Steam. Gut, es gibt ja so die Leute, die sich alles mal holen und ein bisschen anzocken und wieder zurückgeben, wenn sie nicht zufrieden sind. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber letztendlich gibt es relativ wenige Demos eigentlich auf Steam. Auch von so kleinen Titeln. Von dem her finde ich das auf jeden Fall eine coole Idee, wenn man hier so alles Mögliche einfach mal so ein bisschen anzocken kann. Also das ist schon das Ende hier, wie es aussieht. Schade drum, aber hier unten gibt es schon so ein bisschen was, so eine kleine Preview von dem, was es dann alles zu sehen geben wird. Und wie viele das dann werden, ja, werden wir sehen. Alle coolen neuen Games, die es hier nicht zu sehen gibt, die schauen wir uns dann natürlich gemeinsam auf dem Kanal an. Das heißt, wenn ihr mehr coole Games sehen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren, damit würdet ihr mir tierisch aushelfen. Über ein Like würde ich mich natürlich genauso freuen. Lasst mal eure Kommentare und Ideen hier rund um die Expo da. Bin gespannt, was ihr dazu meint. Ich finde es eine super coole Idee. Ich bin nicht so der Typ, der unglaublich gerne auf so total überlaufenden Messen unterwegs ist. Gerade nicht zur aktuellen Zeit. Also von dem her finde ich das super cool. Mit steigenden Energiepreisen und so weiter und so fort. Der aktuellen Situation, denke ich, ist das eine sehr schöne Lösung. Dann spart man sich auch die Reise. Für mich ist jetzt auch ein ganzes Stück nach Köln. Die Gamescom ist dann natürlich ein ziemlich großer Aufwand jedes Mal. Ich drücke den Entwicklern auf jeden Fall alle Daumen, dass sie hier noch einen Haufen cooler Games an Bord holen können, dass da noch viele coole Indie-Games auch dazukommen, dass es richtig viel zu sehen gibt. Und bin, wie gesagt, mega gespannt, wie sich das Ganze langfristig entwickelt. Das war es erstmal von der kleinen Preview hier zu NDIX. Ihr wisst jetzt Bescheid, wann es losgeht. Ihr wisst, wie ihr hier teilnehmen könnt, euch das Ganze anschauen könnt. Und ich wünsche euch natürlich super viel Spaß auf der Expo nächsten Monat. Das war's von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.